Willst du wissen, was eine zusammenfassende Meldung ist? Oder du machst Umsätze mit einem Unternehmen aus dem EU-Ausland und weißt es nicht genau, was du machen musst? Wenn ja, in diesem Video sage ich dir was. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die EU ist in sich ziemlich verwoben, was das Umsatzsteuerrecht betrifft. Das heißt, es ist relativ einfach, innereuropäisch Waren und Dienstleistungen auszutauschen für die Unternehmen. Die Länder in der EU haben aber das Problem, dass sie irgendwie eine Übersicht darüber brauchen, wer mit wem Umsätze macht. Das heißt, welches Unternehmen in welchem EU-Land macht Umsätze mit welchem Unternehmen aus einem anderen EU-Ausland. Die Meldung darüber, welche Umsätze da gemacht werden, passiert im Rahmen der sogenannten zusammenfassenden Meldung. Doch was brauchst du dafür, um überhaupt Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland zu haben? Das Wichtigste ist die sogenannte Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wie du die genau beantragst, habe ich dir mal Schritt für Schritt in diesem Video, was ich dir hier oben rechts verlinke, erklärt. An dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du sie beantragen kannst. Entweder direkt bei der Gründung, und zwar während du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst, kannst du einfach ein Kreuz setzen bei ja, ich brauche eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wenn du das nicht gemacht hast direkt bei der Gründung, kannst du es auch jederzeit nachholen auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern. Wichtig an dieser Stelle, diese Nummer brauchst du zwingend, wenn du Geschäftsbeziehungen hast mit anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland, sowohl als Kunde als auch als Lieferant oder Dienstleister. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang internationaler Warenverkehr und Dienstleistungsverkehr immer wieder fällt, ist das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Dieses Reverse-Charge-Verfahren sorgt dafür, dass der Leistungsempfänger sich um die umsatzsteuerrechtliche Abwicklung kümmern muss und nicht der Leistungserbringer. Das ist also anders als bei innergemeinschaftlichen Waren- oder Dienstleistungsverkehr. Was genau das Reverse-Charge-Verfahren ist und wie du deine Rechnungen an ein Unternehmen im EU-Ausland stellen solltest, habe ich dir schon mal in einem separaten Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, wenn du den Begriff Reverse-Charge-Verfahren noch nie gehört hast oder nicht genau weißt, was das ist, schau da erstmal vorbei. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Reverse-Charge-Rechnungen alle netto ausgestellt werden und der Leistungsempfänger diese ganze umsatzsteuerliche Abwicklung machen muss. Stellen wir uns jetzt aber mal die gesamte EU vor. Überall gibt es grenzüberschreitende Leistungen und überall muss der Leistungsempfänger diese umsatzsteuerrechtliche Abwicklung machen. Damit man diesen ganzen Leistungsverkehr irgendwie kontrollieren kann, hat jedes Land, also jedes EU-Land, eine eigene Institution, an die man die Umsätze melden muss, die man mit dem übrigen EU-Ausland gemacht hat. In Deutschland ist das das Bundeszentralamt für Steuern. Und das Bundeszentralamt für Steuern kann dann mit den anderen EU-Ländern abgleichen, ob die umsatzsteuerliche Meldung tatsächlich so stattgefunden hat. Und die Meldung von dir an das Bundeszentralamt für Steuern, das ist die sogenannte zusammenfassende Meldung. Das heißt, du musst immer dann eine zusammenfassende Meldung abgeben, wenn du Umsätze gemacht hast mit einem Unternehmen aus dem europäischen Ausland. Wenn du mal in einem Quartal keine Umsätze gemacht haben solltest mit so einem Unternehmen aus dem EU-Ausland, dann musst du auch keine zusammenfassende Meldung abgeben. Grundsätzlich ist der Meldezeitraum für die zusammenfassende Meldung immer das Quartal. Außer du bist irgendwann mal über 50.000 Euro Gesamtumsatz pro Quartal, dann wird der Meldezeitraum für die zusammenfassende Meldung der Kalendermonat. Die Frist für die zusammenfassende Meldung ist immer der 25. nach dem Meldezeitraum. Das heißt, wenn der Meldezeitraum bei dir das Quartal ist und du machst die zusammenfassende Meldung fürs dritte Quartal 2021, das dritte Quartal endet ja am 30.09., dann ist die Deadline für die zusammenfassende Meldung der 25.10. Die zusammenfassende Meldung kannst du online abgeben. Und zwar entweder über das Elster Online-Portal oder über das Online-Portal des Bundeszentralamtes für Steuern. In dieser zusammenfassenden Meldung musst du ein paar Daten über dich angeben, Name, Adresse, deine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer und zusätzlich die Umsatzsteueridentifikationsnummern deiner Geschäftspartner. Außerdem noch die Höhe des Umsatzes und die Art des Umsatzes. Wichtig ist an dieser Stelle, dass du für die Richtigkeit und Korrektheit der Umsatzsteueridentifikationsnummer deiner Geschäftspartner haftest. Das heißt, wenn du da eine falsche Umsatzsteueridentifikationsnummer, aus welchen Gründen auch immer, für deine Geschäftspartner einträgst, kann das Finanzamt zu dir kommen und von dir die Umsatzsteuer verlangen. Eigentlich wäre dieser Umsatz ja steuerfrei und dein Geschäftspartner müsste die Abwicklung übernehmen. Wenn die Nummer aber falsch ist, wird das Finanzamt zu dir kommen und von dir die Umsatzsteuer verlangen, was natürlich ein erheblicher finanzieller Schaden ist. Deswegen solltest du immer überprüfen, ob die Umsatzsteueridentifikationsnummer deines Geschäftspartners auch wirklich richtig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Umsatzsteueridentifikationsnummer im Impressum angegeben werden muss. Das heißt, auch du solltest deine Umsatzsteueridentifikationsnummer immer in deinem Impressum auf deiner Webseite angeben. Es gibt eine Seite vom Bundeszentralamt für Steuern, wo du alle Umsatzsteueridentifikationsnummern überprüfen kannst. Den Link dazu, den findest du unten in der Videobeschreibung. Diese zusammenfassende Meldung vergisst man im Alltag leider relativ häufig. Ich verstehe auch, warum das so ist.
Die zusammenfassende Meldung ist eine reine Informationsübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern und hängt überhaupt gar nicht zusammen mit irgendwelchen Steuerzahlungen oder Erstattungen, die man vielleicht bekommen kann. Aber nimm das Ganze wirklich ernst, denn bei verspäteter Abgabe der zusammenfassenden Meldung kann es zu Strafzahlungen von 2.500 € kommen. Und wenn du sie gar nicht abgibst, dann kann es sogar zu Zwangsgeldern von bis zu 25.000 € kommen. Und diese Strafzahlungen, die lassen sich doch vermeiden. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir so einen kleinen Überblick darüber gegeben, was eigentlich die zusammenfassende Meldung ist. Wenn du dir jetzt denkst, ach, noch mehr Pflichten habe ich ja gar keine Lust, dafür bin ich ja gar nicht selbstständig geworden, dann solltest du dir vielleicht einen Steuerberater suchen, der das für dich machen kann. Wir übernehmen gerne die zusammenfassende Meldung für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir helfen können, findest du einmal hier verlinkt. Schau aber auch sehr gerne in unserer Online-Community vorbei, was das genau ist und wie du dich anmelden kannst und so weiter, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier. Mit einem Unternehmen aus dem EU.